Ein ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren und meine Geschwister im Glauben. Ich heiße Hope und mein YouTube-Kanal heißt Bonimbusch. Auf diesem Kanal wird die wunderbare Braut Jesu vorbereitet. Vielleicht sind Sie eine davon. Die Einladung ist für jeder Christ. Und den Herrn, als Braut zu sein, als die Braut Jesu zu sein, ist eine Braut, die Braut sind denen, die sich bewusst vorbereiten. In Liebe für den Herrn, in Liebe im Dienst des Herrn, in Liebe für den Herrn. Mit ganzem Herzen, ganze Seele, ganze Denken und ganze Kraft. Und ja, das, was wir hierüber sprechen. Und ja, bevor ich beginne, ich möchte mal ein bisschen singen, dann gehe ich auf mein Thema heute ein. Seien Sie gesegnet. Amen. Oh Lord, my God, how powerful is your name. Behold, the air, how glorious is your name. Oh Lord, my God, how powerful is your holy name. Behold, the air, how excellent is your name. You are the Lamb upon the throne of grace. You are the Lamb upon the throne. Over all families, Jesus, you are the Lamb upon the throne of grace. Jesus, you are the Lamb of the garden throne seat. On the gate, Jesus, with us Lamb. Dance of the garden throne seat. On the gate, the business lamp, that's of the garden throne seat. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Oh, Lord, oh, glory. Oh, glory, oh, glory. Oh, glory, blessed be the name of the Lord. Oh, oh, glory, oh Lord. Oh, glory, blessed be the name of the Lord. Oh, gesegnet sei der Name des Herrn. Oh, Herrlichkeit, seine Herrlichkeit. Oh, glory, oh, glory, oh, glory. Oh, glory, blessed be the name of the Lord. Amen, 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 amen. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, würdig erlöst, würdig erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurden wir erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde die ganze Menschheit erlöst, wurden wir alle erlöst. Ich danke dir, Jesus, der der Tod hat nie gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Die Liebe des Retters hat triumphiert.
hast du am Kreuz den Tod besiegt. Es wurden wir erlöst, wurden wir erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Halleluja, halleluja. Der Weg ist ja frei, weil der Jesus am Kreuz besiegt hat. Die ganze Menschheit, alle Rassen, alle Nationen, alle Sprachen, alle Zungen, alle Stimmen können kommen für den Sinn und die Lösung, die Rettung, die alleine bei Jesus sich befindet, zu erfahren. In Jesu Namen. Komm mit offenes Herz, komm mit aufrichtiges Herz, mit Wahrheit, mit Ehrlichkeit. Du wirst deine Sünden wieder vergeben. Komm, Herr Jesus, in das Namen Gottes, dass er alleine die Sünde der Welt hinwegnimmt. Komm zu ihm und lebt. Vielleicht denkst du dieser Frau, warum redest du so laut? Das ist meine Liebe für den Herrn. Und diese Liebe musst du erleben. Ich kann diese Liebe nicht beschreiben. Du musst diese Liebe erleben. Das ist diese Banner ist, was der Herr mir gegeben hat. Markus 12, 30, den Herrn zu lieben. Und ich glaube, der Herr hat seine Liebe so in Überfluss in meinem Herz ausgegossen. Ich liebe den Herrn, ich liebe meine Mitmenschen, ich liebe alle, was der Herr mit seinen Händen erschaffen hat. Meine Liebe ist für den Herrn. Und ich bete, dass diese Taufe, die der Herr über mein Leben so ausgegossen hat, auch in dein Leben kommt. Aber nur kann kommen, nur wenn du in Wahrheit ein aufrichtiges, ein gerechtes Leben wandelst. Und mit dem Herrn zu gefallen, ein Leben für ihn zu geben, übergeben, dein Leben. Und nicht, sagt man, nicht meine Wille, sondern die Wille des Herrn soll geschehen. Dann wirst du seine Liebe empfangen. Ist eine besondere Liebe. Und ich wünsche, dass jeder, der zuhört, seien sie gesegnet. Und jetzt gehe ich auf mein Thema von meinem Video, was ich gestern gemacht habe. Ich habe da notiert, dieses Video wurde blockiert oder irgendwas so, ich weiß nicht genau. Und darüber möchte ich heute sprechen. So, bezüglich. Ich habe hier im Matthäus Evangelium mehrmals erwähnt, Matthäus Kapitel 4, Vers 4, wie hier Jesus gefastet hat. Und dann der Widersacher kam ihm zu versuchen. Er bestand, weil er gefastet hat. Hier Jesus war 100, ich möchte dieses Video korrigieren. Hier Jesus war 100%iger Mensch. Aber seine Erzeugung ist nicht menschlich, ist nicht von Menschen her, ist Gott. So, er hat keine menschliche Blut in sich. Hier, Jesus war 100 mit Heiligen Geist erfüllt, in Überfluss. Nicht wie wir, aber bei ihm war Überfluss. Aber als er hier auf der Erde lebte, er lebte 100%ig wie ein Mensch, aber mit Heiligen Geist überfüllt, in 100, in Überfluss, was keiner von uns hat. So, und hier, als er da geführt wurde, hier, das ist ja Matthäus 4, darauf wurde, Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und als er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. So, ich glaube, da ist, wo das Problem war. Warum die mich oder YouTube oder wie auch immer mein Video nicht blockiert oder da ging nicht mehr weiter. Ich möchte das hier korrigieren. Hier, Jesus, kein Mensch kann 40 Tage, 40 Nächte fasten ohne Wasser. Ohne zu essen. 40 Tage und 40 Nächte. Ein Mensch kann das nicht. Mose hat das geschafft, aber Mose war in unter Gottes Gegenwart vor 40 Tage und Nächte da mit Gott, mit 1. Mose. Ich glaube, 2. Mose. Mose war mit Gott verbunden. Er war da, Gott, seine Schatten, seine Herrlichkeit an ihm bedeckt. Darum konnte er das. Aber du, ich empfehle dir nicht, dass Menschen schaffst du das nicht. Nur, wenn du fastet, ich habe gehört, Leute fasten, ich habe auch mehrmals selber 40 Tage gefastet. Aber nur 6 auf 6, ist von 6 Uhr bis auf 6 Uhr. Und manchmal habe ich Wasser getrunken und mich da Wasser, weil ich brauche Wasser, mein Körper braucht Wasser. Manchmal habe ich kein Wasser getrunken, manche 40 Tage, als ich gefastet habe, habe ich Wasser getrunken. Aber ich empfehle dir das nicht. Das ist alleine deine eigene Entscheidung, ob du fasten willst oder nicht. Aber die 40 Tage und Nächte kann kein Mensch. Das kannst du nicht schaffen. Ich empfehle dir das auch nicht. Und hier Jesus hat das getan, weil er von Gott, Geist Gottes, 100%ig erfüllt war. Er wurde vom Geist Gottes geleitet und er begann zu fassen. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht er diese
Steine Brot werden. Der Satan weiß nicht, dass er Jesus vom metalligen Geist komplett überfüllt war. Er war hungrig. Ja, war der Körper. Menschlicher Körper braucht Nahrung. Aber diese Nahrung, menschlicher Körper, aber wir sollen nicht auf die Nahrung, die menschlicher Körper braucht, alleine, sondern vom Geist Gottes. Unser Körper braucht eine Nahrung, ja. Wie hier Jesus ja auch hier sagt. Er sagt hier, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Herr Jesus, er konnte das bestehen, weil er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und so fasten. Er war im Überfluss mit dem Heiligen Geist geführt. Und dann, er sagte, der Widersacher, der ihn menschlich ihn verführen wollte. Aber hier für uns jetzt Christen, wenn wir Christen sind, die wiedergeboren sind, wir haben den Heiligen Geist in uns. Der Geist Gottes leitet uns und führt uns. Und manchmal, die hier auch da, vom Mensch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt, ist, wenn der Versucher kommt zu uns, vielleicht wir haben Probleme, jemand ist krank, Beispiel, jemand, der krank ist und sagt, oh, und der Versucher kommt und sagt, ah, schau mal, wie krank du bist. Wo ist denn dann Gott? Das ist eine Versuchung. Und dir davon, deine Glaube wegzuziehen. Das ist hier. Hier auch bezieht sich auch, dass ein Mensch braucht nicht so, Gott nicht allein, nicht wenn man gesund ist zu dienen, nur wenn man gesund ist, okay, ich diene den Herrn, weil ich gesund bin. Und wenn ich krank bin, nein, möchte ich von Gott nicht wissen. Dass ein Mensch davon nicht von, da soll nicht davon leben. Der Mensch lebt nicht, wenn man nur gesund ist und den Herrn zu dienen, nur wenn ich gesund bin. Und wenn ich krank bin, sagt der Herr nicht. Ich war 5 Jahre lang auf der Straße in Zelle verkündigt. Ich habe einiges gehört von Menschen. Einmal ein Mann kam zu mir, da war der Covid-Zeit. Er sagte mir, ja, früher hat er an den Herrn geglaubt, aber er hat seine Arbeit verloren, jetzt glaubt er nicht. Ich habe ihm gesagt, du hast nie geglaubt. Genau das ist das hier, wo diese Worte bezieht. Der Mensch lebt nicht alleine, lebt nicht vom Brot alleine, sondern aus jedem Wort, aus jedem einem Wort, aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich bin nicht Christ, weil was Gott mir geben, alleine geben kann oder will. Gott versorgt deine Kinder, ja. Aber ich lebe von dem Wort Gottes. Fasten als christliche Tätigkeit gehört dazu. Aber fasten, dass man vielleicht einmal in der Woche fastet, regelmäßig fastet, das erhält der Geist, derjenige, der Sensibilität in der Geist, der Heilige Geist, sensibel zu werden. Sensibel, auch die Apostel haben gefastet. Die Christen haben, die fasten immer. Fasten gehört zum christlichen Leben dazu. Aber wenn du krank bist, das oder hast du Medikamente, aber fasten auch hält mal krank, nicht krank. Fasten macht auch, hält, mach gesund und hätte das Leben, verlängere das Leben. Aber wenn du krank bist und nicht fasten kannst, oder wenn du fastest, trink Wasser, nimm deine Medikamente, du kannst auch fasten. Einmal in der Woche, ich weiß nicht, wie auch immer, wie der Geist Gottes dich leitet. Ich empfehle dir gar nicht. Ich empfehle dir keine Fasten. Aber nur, was ich sage, Herr Jesus, unser Vorbild, Vorläufer hat gefastet. Aber er musste das tun, in seine Mission hinein zu beginnen. Und er müsste versucht werden. Du siehst ja, wie alles, was er wieder sagt, den Herr Jesus versucht war, womit er den Herr Jesus versucht hat, ist alle weltlich. Weltliche Dinge, um ihn abzulenken von dem Eigentlichen, wo er gekommen ist, die Menschheit zu retten. Er versuchte den Herr Jesus so, von alle Versuchungen war weltliche, die Herrlichkeit der Welt, die Reichtum der Welt. Und das ist das Einzige, wo er Herr Jesus anbeten wollte. Aber das Wort Gottes, dass ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, wie hier Matthäus hier, 4,4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Beispiel, ich arbeite irgendwo in einer Firma, die sagen mir so, ich soll mal so vielleicht Steuer hinterziehen. Da, wenn ich so nicht mache, nur ein Beispiel, dann werde ich meine Arbeit verlieren. Ich werde das Wort Gottes erhalten
Weil Gott sagt, wir sollen nicht betrügen. Betrug ist eine Sünde. Ich werde bereit sein, meine Arbeit zu verlieren, weil ich das Wort Gottes erhalte. Ich werde nicht vom Brot, weil meine Arbeitsstelle ist nicht mehr wichtig als das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Sondern ich werde diese Arbeit gehen lassen. Ich werde gehen. Weil das Wort Gottes mehr wichtiger ist, als was der Brot und der, was sie zu essen oder was der Arbeit mehr bieten kann. Wenn der eine Firma sagt, ja, ein bisschen mal vertuschen hier und vertuschen, das Verstand zu entgehen, da werde ich nicht machen, weil das Wort Gottes mir wichtig ist. Gott zu gefallen, das sind die Sündige, das so was nicht tue. Wenn ich die Stadt tue, indem ich Steuer hinterziehe, ist eine Sünde vor Gott. Wir sind ehrliche Christen, wir sind ehrlich. Das, was es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Warum Gott sagt, wir sollen nicht betrügen? Das ist eine, was leben soll, dass mein Geist leben soll. Diese Wort, das ich betrügen soll, wäre mich mein Leben, mein Geist, mein Leben. Davon werde ich leben, statt in einen Betrug hineinzugehen. Das, was es heißt. Und nochmal, was nochmal dazu? Über das Wort Gottes. Das Wort Gottes macht lebendig, wie ich gerade ein Video gemacht habe. Wie hier, Hebräer Kapitel 4. Ich habe vorhin ein Video gemacht darüber. Ich wollte mal diese zuerst rausschicken, bevor ich diese zweite raushole. Und dann das ist ja Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes. Und ja, wann das Wort Gottes sagt, soll ich betrügen. Ich wäre das Wort als eine, das ist eine von dem Wort Gottes, was aus dem Mund hier vorgeht, werde ich davon leben, statt am Brot meine Arbeit zu behalten. Wann nicht Brot mir wichtiger ist, behalte ich meine Arbeit und betrüge. Das, wo der Herr, hier Jesus, die Menschen, da sein Leben gab am Kreuz, die Menschen von jeder Betrugheit, jeder Betrug, von jeder Bosheit zu retten. Wie hier in Lukas Kapitel 7, wenn ich da nicht falsch liege. Lukas Kapitel 7, glaube ich. Lukas Kapitel 7, Vers 11, ja? Lukas Kapitel 7, Vers 11. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nen ging. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor nahte, wo der sagt, was Böses kommt aus menschlichen Herzen vor. Alles Böse, was aus menschlichen Herzen kommt, aus Herzen. Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit. Und davon ist, woher Jesus uns gerettet hat, uns geholt hat, wenn wir Christen geworden sind. Warum soll ich mal in mich wieder sowas zurückbegeben? Wo ich gerettet wurde, wo daraus ich geholt wurde. Das, was es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem Wort, einem jedem Wort, aus dem Mund Gottes her vorgeht. Ich glaube, das ist in Lukas oder in Johannes. Ich weiß nicht so genau, wo das ist. Jede Bosheit, was das Menschen kommt aus dem Herzen. Dass ein Mensch alleine lebt nicht vom Brot alleine, sondern aus einem jedem Wort, aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das, was es heißt. Der Herr Jesus hat uns von jeder Sünde, Sünde von Bosheit, Bosheit von Betrug, von Zügellosigkeit, von Lüge, von Hochmut, von Stolz, von Unvernunft, die aus dem Herzen kommen. Warum soll ich mich da verfangen, in Gefangenschaft mich da bringen? Das, was es heißt, dass der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern aus jedem Wort, aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das, was es heißt. Und das wollte ich korrigieren. Und der Mensch, es ist die verführerische Angebote und Verlockungen, die Welt anbietet, wenn man in Not ist. Das ist das. Das ist die Versuchung, dass man
dass man fasten, auch um beten, wenn man fastet, die gesunde Fasten, man soll Wasser trinken, wenn man nicht so, bis, kommt drauf an, wie viel man fasten kann, aber 40 Tage und 40 Nächte empfehle ich keine. Menschlich schafft man das nicht. Ja, Jesus hat geschafft, weil er mit Heiligen Geist in Überfluss erfüllt war. Und Heiliger Geist hat ihm da auch geleitet, das zu tun, um versucht zu werden. So, und das zu entkommen, dass man geistliche Sensibilität hat, ist Fasten gehört zu christlichem Leben dazu. Wie, das ist jedem überlassen, wie Heiliger Geist derjenige leitet und führt. Das wollte ich über dieses Video korrigieren. Und darüber möchte ich jetzt nochmal jetzt eingehen. Johannes Kapitel 6, Verse 66. Johannes Kapitel 6, Verse 63. Ja, 63. 6, 63. Ich sage hier, aber es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Und da möchte ich noch mal jetzt in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 15. Und bevor ich da auf diese Johannes Kapitel 2, Vers 15 eingehe, vorhin auf diesem letzten Video, ich habe das Video übrigens gelöscht, habe ich da noch erwähnt, dass Gott belohnt, die denen im seine Wille tun, die ihm gehorchen. Gott, da die Belohnung Gottes kommt für die Gute, aber denn für jede, die Belohnung Gottes kommt für die Gute, die Leute, die guten Werken in ihm getan sind, die er uns Gott in uns eingebaut hat, als er uns erschaffen hat, jeder von uns guten Werken zu tun. Das da steht in Epheser, in Epheserbrief, Epheser Kapitel. Ich möchte mal, wenn ich was sage, möchte mal das erwähnen, da direkt vorlesen. Epheser, der Herr hat uns gute Werke in uns, jeder von uns okay, das ist Epheser Kapitel 2, Vers 10. Und denn wir sind seine Schöpfung. Er schaffen in Christus Jesus so guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, Gott hat gute Werke in uns eingebaut. Dass wir gute Werke, er hat uns erschaffen, gute Werke zu richten, zu tätigen. Er hat bereitet gute Werke, dass wir gute Werke tun, wenn wir auf der Erde sind. So, und wir die gute Werke, so wandern in gute Werke, die Gott für diejenigen geplant hat. Wer man da belohnt zum Schluss, okay, auf der Erde und in den Himmel. Wer Böse tut, auch bekommt seine Belohnung für die Böse, was derjenige getan hat. Das ist, was er damit meinte. Und ja, und dann möchte ich hier nochmal jetzt gehen in Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, Kapitel 2. Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Darum hat Jesus gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Unser menschlicher Körper braucht Nahrung her, aber davon sollen wir nicht alleine leben. Wenn unsere Hoffnung auf nur auf er berührt, auf er, was wir auf dieser Erde bekommen können, denn dieser Mensch ist ein miserabler Mensch. Ist miserabel, ist ein miserables Leben. Wir leben von was Gott uns, der uns erschaffen hat, sein Geist uns erquickt hat. Wir Christen, jeder, der sein Leben den Herr Jesus anvertraut hat, werde auch so die Worte nach Gottes Wort leben. Weil Herr Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Das ist ein Zeichen. Halte meine Gebote, die meine Gebote halten und folgen, sind denen, die mich was lieben. Und wenn wir die Gebote, die Worte Gottes halten, das ist ein Zeichen, dass wir Gott lieben. In Jesu Namen. Amen. Okay, hier. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 jetzt. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So, das ist das hier. Das ist, was es heißt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. In dem Namen Jesus Christus. Und ich hoffe, dass man diese
wieder, wieder hier Korrektur, was da sprechen wollte, über diese YouTube, der Nummer 6. Ich habe das übrigens gelöscht, dass das jetzt eine Klarheit da jetzt gegeben hat. Ich empfehle Leute keine 40 Nächte fassen. Das schafft keiner. Das schafft keiner. Ich empfehle das keine. Ich empfehle auch keiner fassen. Wir fassen, gehört zu Christenleben da. Das hilft uns. Geistliche Sensibler hilft unser geistliches Leben. Und das Fleisch, dass das Fleisch gedruckt, runter gemacht wird. Das, was es ist. Seien Sie gesegnet und verteile dieses Videos. Und sei in die Liebe des Herrn. Wandle in Liebe des Herrn. Was das erste Gebot, der Herr uns gegeben hat. Ja, bis zum nächsten Mal. Bitte abonniere auf diesem Kanal. Sie werden gesegnet und verteile dieses Videos. Bis zum nächsten Mal. Der Herr segne euch rechtlich. In Jesu Namen. Sind Sie krank? Gebete für Heilung. Heilung in Geist, in Körper und in Seele. In Jesu Namen. Sind da Depressionen? Ich bete, dass dieser Geist, die Schleier der Depressionen, ich befehle die Schleier zu verbrennen und da zu verschwinden durch das Feuer Gottes in den Namen Jesus Christus. In Jesu Namen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.